Ja, servus nicht mehr an und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin mit meinem Urlaub wieder mal fix unterwegs, diesmal wieder mit den Füßen. Es ist einfach viel zu heiß zum Raufahren, wir haben 35 Grad. Es ist eigentlich auch viel zu heiß zum Wandern, aber ja, ihr kennt es mir, das ist mir eigentlich wurscht. Ja, warum gehe ich eigentlich raus heute? Ich habe ein neues Zelt gekriegt, also ein One-Tigris-Shelter. Und das würde ich heute einmal am Berg aufstellen, so Probe aufspannen und einmal schauen, wie es ausschaut. Ich habe schon meinen Garten aufgestellt, aber ich möchte auch mal eine kleine Vorstellung noch dran für das Zelt. Weil wie ich zu dem Zelt gekommen bin, dazu erzähle ich dann ein bisschen später. So, da, Herr Romans haben wir. Gott sei Dank. Bist du noch? Ja, Freunde, bei den Temperaturen hängt sich das ordentlich rein. Die Stiegel da auf, schon die halbe die Flaschen, dass die drei Viertel packt. Wow. Ja, Freunde, sorry wegen Anton, aber der zischt da schon wieder mal um mit seinen Raketen. Den haben wir da gerade noch gebraucht. Bist du endlich einmal in Urlaub und hast den Kreuz wahrscheinlich da. Aber ja, was soll ich mir ändern? Ist halt so. Ja, warum ich da aufgegangen bin? Ich habe unter mir kurz angesprochen, ich habe das Zelt, das Montigris-Shelter. Das habe ich mir gekauft, in grün. Ich blende euch da jetzt einmal ein paar Bilder ein, wie ich das damals im Garten aufgestellt habe. Ja, und das Zelt hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich meine, es gefällt mir immer noch sehr gut. Aber leider waren da etliche Sachen dabei, was mir absolut nicht taugt hat. Und zwar das Moskitonetz ist von allein aufgegangen, sobald du das Zelt gespannt hast. Das nicht der beim Reißverschluss, sondern zwischen die Reißverschluss hast du müssen wieder zumachen, aufmachen, dass das wieder halbwegs zu war. Ein bisschen auf Spannung, Reißverschlüsse wieder offen. Ja, gut. Das ist mir mal immens am Nerv gegangen, weil ich habe mir das extra gekauft. Das hat ein Riesendrum Moskitonetz fallen, habt ihr eh gesehen auf die Bühlen. Und das nächste, was war, das hat 3000 mm Wasser sein, aber da war keine einzige Naht gedeppt. Also da war nichts abgedichtet. Das Ganze hat gekostet, glaube ich, knappe 100 Euro, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Da war ich natürlich extrem sauer, habe das wieder zusammengepackt, habe es zurückgeschickt und habe eigentlich bei Amazon eine gewaltige negative Meldung geschrieben. Weil um 100 Euro darf sowas nicht passieren. Ja, drei Tage später kriege ich eine E-Mail von der Firma One-Tigris, von der Selina, die sich da herzlich entschuldigt hat, dass das passiert ist. Und ich kriege sofort ein neues Zelt als Ersatz. Habe ich gesagt, das tut mir leid, aber ich brauche das nicht mehr. Ich hätte es jetzt in Urlaub gebraucht und später weiß ich nicht mehr, ob ich es brauche. Und ja, ich habe dann auch sofort das Geld zurückgekriegt. Also, es ist ratzfatz gegangen, ich habe es noch nicht einmal weggeschickt gehabt, habe ich das Geld schon fast wieder am Konto gehabt. Und wir haben dann einen netten E-Mail-Kontakt gehabt mit der Selina. Ich weiß nicht, wer das von Montigris dort ist, ich schreibe heute noch mit ihr auch. Und ja, es hat ihr halt verdammt leid, dass da sowas passiert ist. Und sie haben mir gesagt, sie machen jetzt eine neue Serie und sie würden mir das zuschicken. Ne? Ich habe aber dazu geschrieben, also ich brauche das Zelt eigentlich nicht mehr, weil mein Urlaub ist quasi vorbei und ich wollte es in Urlaub haben und brauche es dann eigentlich nicht mehr. Ja, sie hat aber trotzdem gesagt, sie schicken mir es trotzdem. Ich soll mir das Zelt anschauen, wie mir das gefällt. Und wenn es mir zusagt, bis am 20. August war das. Ich habe das kurz vor dem 17. August oder 16. August ist gekommen und ich sollte ihnen Bescheid sagen, weil sie das in die neue Produktion mit einfließen lassen wollen. Und habe das daheim auch gleich aufgestellt. Und das zweite Zelt ist jetzt im Braun. Und ich muss sagen, da haben sie sich wirklich einiges einfallen lassen. Haben da einiges geändert, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Und ich habe auf die ganze Zusammenarbeit, muss ich gestehen, und den ganzen E-Mail-Verkehr habe ich gesagt, okay, ich lösche bei Amazon diese negative Bewertung. Weil es mir dort sehr entgegenkommend waren. Also
war jetzt nicht Bobo Gräulein oder was, aber waren wirklich dahinter, dass der Kunde zufrieden ist. Und wie gesagt, ich erwähne das nochmal, das jetzige Zelt war gratis, ich habe dafür nichts gezahlt. Ich brauche auch keine Werbung dafür machen oder irgendwas. Es ist mir nichts angeschafft worden, aber ich mache das halt, weil es mir eben taugt. Ja, und wegen dem bin ich da jetzt herum und stelle das jetzt dann einmal herum auf und möchte eine kleine Vorstellung machen. Also kein Review, weil ich habe sie noch nicht wirklich benutzt. Und ich habe es auch im Garten aufgestellt gehabt. Und möchte es da jetzt ein bisschen in der Natur aufstellen und ein bisschen fotografieren und eine kleine Vorstellung machen. Video wird es dann davon geben. Ich halte dann auch die Kamera hier. Ich habe jetzt noch alles eingepackt. Aber ja. Ja, jetzt machen wir einen Schluck Käffchen, den ich so. Ich habe heute meinen Kalten wieder dabei. Wenn ich ihn finde. Ja, war sonst noch was geholt? Wo ist mein Kaffee? Da ist er. Ja, der ist einmal wichtig. Ja, dann einmal Prost an alle Krankensessel und Gesunden und Sonstigen. Ja, Freunde, das hat jetzt zischt. Das hat jetzt sein müssen. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich noch 7 oder 8 mitgenommen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich muss jetzt einmal was arbeiten, obwohl mir heiß ist, aber jetzt bauen wir mal das Zelt auf und dann zeige ich euch das. So, Freunde, das waren die Grillstätte. Ich halte das noch mal ganz kurz in die Cam. Großes Mückenschütter, Mückennetz über die ganze Länge. Riesengroßes Teil. Schick aus, passen auch zwei Personen rein. Hinten extra zum Anspannen. Kann man mit einer Ritschlein oder auch mit zwei Trekking stecken. Da unten ist die Zwangsentlüftung noch. Und Riesendrum Absinthe. Und wenn das Ganze zu ist, zeige ich auch noch kurz. So schaut es aus, wenn es zu ist und da kann es jetzt ringen, bis zum geht nicht mehr. So, das war eigentlich die Kurzvorstellung von den Hohen Tigrisschötter. Es gibt da noch eine richtige Vorstellung von mir, da zeige ich alles ganz genau. Und wird wahrscheinlich da sein, ich werde es da oben verlinken. Sobald es online ist, kann ich euch noch nicht sagen, kommt das vorher, wahrscheinlich kommt das vorher und dann kommt das Vorstellungsvideo online. Ja, in dem Sinn. Ich baue jetzt wieder und dann machen wir es da vorne noch gewöhnlich, weil jetzt habe ich einen Durst, ich bin waschelnass. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Das Vorstellungsvideo ist im Kosten. Die Temperatur, man könnte das zaufen wie ein Loch. Ja. Ja, das ist das eigentlich, was ich heute vorgehabt habe. Jetzt gehe ich dann heim und haue mich noch ein bisschen im Bull. Aber an dieser Stelle will ich noch einen besonderen grüßen, nämlich die Rosalie vom Kanal Shani Splendida. Die so lieb war und hat mir so ein tolles Armband gemacht. Das ist geil, super zum Verstehen, recht einfach, kann man noch anziehen. Ich habe noch ein zweites gekriegt, so ein Survival-Armband, funktioniert auf die gleiche Weise zum Verstehen auf die Armlänge. Den Kanal von der Rosalie verlinke ich da oben. Schaut euch das einmal an. Die hat sich schon die halbe Welt angeschaut, mein Robert. Total super eine Aufnahmen. Ich habe jedes einzelne Video von einer genossen. Wo man selber nicht hinkommt, kann man sich das anschauen. Und die waren traumhafte Aufnahmen. An dieser Stelle danke für die tollen Videos, was du gemacht hast bis jetzt. Und danke nochmal extrem extra viel. Die super Armbandeln, was jetzt eigentlich schon mein ewiger Begleiter ist. Gut, in dem Sinn habe ich eigentlich wirklich jetzt alles erledigt. Es ist jetzt, wie spät haben wir es denn? 4. Ja, jetzt heißt es ab nach Hause, einen Bull. Das lag.
auf den Arm gehen. Ziehen wir zu. Machen wir dicht. Ziehen wir an. So. Haben wir jetzt, Freunde. Oh, mein letztes Wasser. Ja, die schwammen runter. So, Freunde, das war's einmal wieder. Ich bin hier unten. Waschlung aus. Aber macht nichts. Ich springe jetzt sowieso im Pool daheim. Haha, auf den freue ich mich schon. Ja, nichtsdestotrotz. Ich sage euch wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und servus die Marlon. Viert euch die Buben.